In diesem Video geht es jetzt also um quadratische Ergänzung. Was heißt es? Wir haben hier oben einen Term stehen, der eigentlich, aus dem man eigentlich nicht Maximum und Minimum ablesen kann. Aber hier unten steht ein Term, aus dem man es ablesen kann. Jetzt wäre es doch eigentlich geschickt, wir können es gleich aus dem da oben ablesen, weil das ist ein Term, den man immer hat. Der da unten, den in der Form haben wir ja selten. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man von da oben nach da unten? Weil sind wir uns einig, das, was da unten steht, das ist der Term, wo wir es direkt ablesen können. Und jetzt kommen mehrere Schritte, etwas kompliziert. Die muss man sich tatsächlich hintereinander merken, damit man weiß, was man tut. Aber das werde ich euch jetzt erklären. Und zwar geht es ja darum, dass hier in der Klammer oder außerhalb von der Klammer erstmal ein 0,25 steht. Das heißt, das hier muss irgendwie ausgeklammert werden und das hier muss dann in der Klammer stehen. Hier haben wir noch überhaupt gar keine Klammern. Was wir aber machen können, ist quasi das 0,25 ausklammern. Das ist etwas, was wir ja gelernt haben. Also, erster Schritt, 0,25 vor die Klammer schreiben. Damit teile ich doch, haben wir mal gelernt. Also ich teile quasi diesen Term durch 0,25, dann bleibt stehen x². Dann muss ich aber auch den zweiten Term durch 0,25 dividieren. 0,25 ist ein Viertel, 2 geteilt durch ein Viertel ist mit dem Kehrbruch multipliziert 2 mal 4 Eintel. Ergibt also minus 8. Das muss man immer bedenken, wenn ich ausklammere, muss ich das, was ich ausklammere, teilen. Also 2 geteilt durch 0,25. Hier ein Minus noch mit dabei. Das kann ich dann mal in diese eckige Klammer schreiben. Das ist schon das, was hier am Schluss rauskommt. Den Einser, den lassen wir mal außen stehen. Wir klammern also quasi nur von den ersten beiden Termen den Faktor aus, der vor dem x² steht. Jetzt kommt der zweite Schritt. Das, was hier drin steht, ist eigentlich nichts anderes wie eine binomische Formel, also ein Binom. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir dieses hier in ein Binom verwandeln können. Also so, dass es hier unten dran steht. Wie machen wir das? Das hier scheint ja das A zu sein und das hier scheint der gemischte Term zu sein, 2 mal A mal B. Also versuche ich doch das hier zu schreiben als 2 mal A mal B. Warum? Weil dann können wir nämlich rauslesen, was mein B ist. B wäre in dem Fall 4. 2 mal B mal A oder A mal B gibt eben genau das da oben. Also ich drösel das so auf, dass quasi das in dem X, was mein A darstellt und meinem 2 mal und meinem B schön dran steht. Also 2 mal B mal A steht ja hier. Denn dann weiß ich, was ich dazu tun müsste, um eine binomische Formel zu bekommen. In dem Fall ein 4-Quadrat. Ein 4-Quadrat, wenn ich hier dazu ergänze, dann wäre auch der vordere Teil eine binomische Formel, nämlich genau der Form x minus 4 in Klammern zum Quadrat. Das, was wir hier haben wollen. Jetzt kann ich aber nicht einfach nur ein 4-Quadrat in einem Term ergänzen, sondern in dem Fall muss ich ihn auch wieder abziehen, sonst ist ja die Gleichheit zwischen diesen Termen nicht gegeben. Also, das nennt man quadratische Ergänzung. Ich schreibe das quasi vorher so, dass es der Anfang einer binomischen Formel ist, ergänze dann das, was noch fehlt, damit es eine binomische Formel wird und ziehe das, was ich ergänze, aber wieder ab, damit sich der Term nicht verändert. So, was kann ich im nächsten Schritt machen? Ich kann jetzt das da vorne zu einer binomischen Formel zusammenfassen. X minus 4 in Klammern zum Quadrat. Was jetzt noch überflüssig hier ist, hier innen drin, ist das minus 4 in Klammern zum Quadrat. Das multipliziere ich jetzt wieder aus. Das heißt, das haue ich wieder aus der Klammer raus. Also bleibt quasi das in der Klammer stehen. Und aus der Klammer schreibe ich raus minus, weil da ein Minus hier steht, 0,25 mal 4 Quadrat. Das ist quasi das hier, der Bogen. Also ich mache eine Teilausklammerung. Ich nehme quasi den Term mal das hier und schreibe das wieder aus der Klammer raus. Das hier ergibt zusammen 16 hier mal minus 1 Viertel gibt minus 4, minus 4 plus 1 gibt minus 3 und das ergibt dann den Term. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, jetzt habe ich den sechsten Schritt, nämlich die quadratische Ergänzung so durchgeführt, dass ich es ablesen kann, was wir haben für einen Extremwert, ein Maximum oder ein Minimum. Also ablesen, es ist ein T-Minimum, weil das A vorne kleiner ist als 0, das Minimum ist minus 3, für den X-Wert gleich 4. Nochmal, Schritt für Schritt. Als erstes faktorisiere ich oder klammere ich das aus, was vor dem x² steht. In dem Fall das 0,25, das stand hier vorne dran. Wenn da 3 steht, muss ich 3 ausklammern. Und ausklammern funktioniert, indem ich dividiere. Ich mache es aber nur bei den ersten beiden. Zweiter Schritt. Ich fasse den Term da drin, der nach gemischten Term ausschaut, so zusammen oder forme den so um, dass es zu 2 mal a mal b umgeformt werden kann. Also dass ich quasi das b rauslesen kann. Und dann ergänze ich quadratisch, nämlich so, dass ein b-Quadrat dazukommt, aber das wieder abgezogen wird, dass es den Term nicht verfälscht. Dann schreibe ich das Ganze als binomische Formel und lasse das hier hinten stehen, was übrig bleibt. Das ist immer das, was wir quasi am Schluss wieder abziehen.
binomische Formel eben zusammenfassen und dann das rausschmeißen, was nicht in diese Klammer rein soll am Schluss, ja? Sondern das, was hinten landen soll. Zweites Quadrat raus. Und da muss ich aufpassen auf den Vorfaktor. Also minus 4 Quadrat mal 0,25, das kann ich ja schon zusammenfassen zu minus 0,25 mal 4 zum Quadrat. Dann fasse ich das hier hinten zusammen und dann kann ich den Extremwert bestimmen. Also, das ist ein ganz schönes Prozedere, was da auf uns zukommt, wenn wir quadratisch ergänzen wollen. Aber eben Schritt für Schritt, wir versuchen auf eine binomische Formel mit dem vorderen Teil zu kommen, aber auch so, dass das x² frei ist. Und wenn wir das alles Schritt für Schritt, diese 7 Schritte durcharbeiten, dann können wir tatsächlich aus jeder quadratischen Gleichung oder jedem quadratischen Term einen Extremwert bestimmen. Das war's, müsst ihr euch echt gut einprägen.